Ich habe das Gefühl, wir machen die ganzen Quests immer zweimal irgendwie. Und verkaufen den Zuschauern das einfach als neue Folge. Mad Mike ist das schon wieder. Er ist so mad. Wieso ist meine Munition alle? Nicht mal die hier. Yippie-ki-yay. Haben wir's? Ich kann mein Dings überhaupt nicht abbrechen, meinen Berserker-Modus hier, den ich hier hab. Ja, den musst du immer einmal komplett durchziehen. Aber warum solltest du das wollen? Ja, weil keine Gegner mehr da sind vielleicht. Ja, aber danach ändert der dann nicht. Das hat nicht so viel gebracht. Jetzt nochmal probieren. Au. Okay. Der war vernichtend. Oh ja, der auch. Geht's? Oder? Ist noch einer? Wenn ich ihn kritisch treffe. Nee. Genau. Steh auf. Von da unten kannst du nichts töten. Jeder muss sterben. Manchmal eher. Oh nein! Geht denn da schon wieder ab? Ich habe neue Stärke bekommen. Sehr gut. Ich halt einfach mal mit dem Raketenwerfer rein hier. Hinter feindlichen Linien. Wow! Und jetzt wieder. Bam! Zack! Und hier hinten gepiekst. Ich habe das Gefühl, wir machen die ganzen Quests immer zweimal irgendwie. Und verkaufen den Zuschauern das einfach als neue Folge. Nee, die Quest mit dem Roboter hätten wir bisher jetzt. Bisher hat sich keiner beschwert. Nee, bisher läuft's ganz gut so, ja. Klick, 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 klick. Alles an Munition mitnehmen, was ihr tragen könnt. Ja, echt, Munition ist immer gut. Kann man nichts mit falsch machen. Kämpft der schon wieder hier? Was ist das denn hier? Freu nicht. Pium, pium, hör ich nur. Zack. Das war gut. Oh. Boah, diese Shotgun macht so viel Schaden, richtig abartig. Oh, jetzt habe ich schön meine Rakete reingejagt und hast ihn schon getötet. Oh, hier geht's nicht die Abwehr. Das ist der Anfang, ey. Da oben geht's noch richtig ab. Den Bruiser habe ich viermal mit dem Bajonett in den Kopf gestochen. Oh, 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 was geht hier? Oh, oh. Ich bring dich um, bis du tot bist. Das ist auch ein Vorschlag. Oh, ich hack ihn. Wo, wo, wo? Weg nochmal zurück. Unterwegs. Oh nein, ich hänge an. Bring ihn fest. Er wird repariert. Franz. Schluss mit lustig. Ich bin nur am Nachladen hier. Ich habe auch mein letztes Magazin wieder voll gerade. Oh hier, der Wasserfall sieht ja auch cool aus. Ach, erzähl doch nicht. Da kannst du dich schön... Ja. Oh. Oh, ist das schön. Erfrischend. Ach, oh, der deutsche Bademixe hier. Oh, die Bademixe. Genau. Haben wir es jetzt bald mal? Au. Was? Aggression? Oh, jetzt hast du hier das Ding aufgespringt. Jetzt läuft das ganze Wasser hier raus. Ach, Quatsch. Sehe ich gar nicht. Hier, man kann das doch irgendwie aufmachen, die ganzen Dinger hier. Geh mal nach oben. Ja, aber da waren wir doch schon. Da waren wir doch schon. Ja, aber da liegt. Das ist so eine tolle Waffenkiste. So eine Spezialwaffenkiste. Ich mach die mal eben auf, dann könnt ihr die looten. So Spezialkissen sind immer irgendwie besonders. So ein bisschen speziell. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar Gegner.
Ja, nein, vielleicht. Wir haben ein Scharfschützengewehr, was nicht so gut ist, und einen Raketenwerfer, nee, gar nicht. Und eine ein Maschinengewehr, was auch nicht so cool ist. Aber ich habe Medikits gefunden. Medikits? Willst du etwa meine Heilungskünste nicht in Anspruch nehmen? Du bist Heiler! Da war ja was. Ich habe voll die coolen Sachen gefunden. Schön. Ich habe voll die coolen Sachen gefunden. Sage Ende. Das sag ich euch nicht. Das Zeichen hier wurde schon entdeckt, oder was? Warum? Yes. Weil wir schon Zeichen hatten. Habe ich euch beim ersten Mal schon gezeigt. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Goldfischgedächtnis. So einmal im Kreis geschwommen und hä? Boah, voll neu diese Wand. Neue Leute geht. Ja, eben. Jeden Tag neue Überraschungen. Was ist hier? Der Folter, da wird jetzt mit einem Schlag hingerichtet. Der kleine Typ, ich bin frei! Oh. Oder so auch kalt! Ah, er stirbt da vor sich hin, er ist so kalt. Ja. Ist das nicht arschkalt, wenn du stirbst? Ich glaube nicht. Da wird dir erstmal warm. Sagen alle Leute, die noch nicht gestorben sind, weißt du? Ja. Diese Besserwisser immer. Installiere den KI-Kern. Oh, wir können das verkaufen, wie praktisch. Herzlich willkommen, Gunde. Alles raus. Es muss alles raus. Hier, ich habe eine Assassinen-Klassen-Mod. 17 Pistolenfeuerrate, 18% Magazingröße und 17% Schildladegeschwindigkeit. Brauchst du wahrscheinlich nicht, ne? Richtig. Richtig. Nichts geht über eine bessere Ware, findest du nirgendwo. Dafür habe ich. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munizia. Danke für die Kohle. Ach, jetzt habe ich irgendwas gekauft, was ich gar nicht brauche. Ja, ich kann ja sowieso mal ein bisschen was verticken. Genau. Die hier wird vertickt. Verticken. Schon am Schießen ist hier. Alles, was weiß ist, wird grundsätzlich erstmal vertickt. Dann kann ich das verticken. Wow. Das ist so krass, wenn die so kaputt gehen. Ja. Wie wär's mit einer Fresse voll Schrot? Ach ja. Hast du was abzugeben? Ein wenig Schrot. In der Not. Ja, in der Not frisst der Teufel Schrot. Ist das der Roboter? Ja. Oh, ich glaube, die Quest ist cool. Oh oh. Wenn das die ist, die ich glaube, die es ist. Ach, schon gespielt oder was? Nee, ich hab mich ja im Vorfeld über das Spiel informiert. Was ist das? Ein Konstruktor. Toll. Außerdem stirb. Nebenbei, ja. Nachdem wir ihm geholfen haben. Oh oh. Alter, ich bin gleich tot. Dann komm ja, Roboter. Oh, Roboterfalls. Oh, Granaten. Oh, ich bin tot. Was tut ihr da? Er hat Granaten auf uns geworfen. Und zwar nicht zu knapp. I will survive. Oh nein. Gibst du ihn auch auf? Klar. Oh. Oh, voll sexy. Euer Tod steht bevor. Oh, da sind solche Exploder mit dabei. Ey, der kriecht noch auf mich zu, obwohl ich ihm eigentlich die Beine weggeschossen habe. Wie gruselig. Das eine hat ja mit dem anderen nichts. Ach so, ja. Vor allem bei Robotern ist das so ein bisschen merkwürdig. Ja, bei Robotern ist es schon unüblich, dass sie denken. Oh, meine Granaten bleiben an seinem Dings kleben. Das ist ja cool. Er hält aber viel aus. Ach, da wäre Moxys Waffe vielleicht gar nicht schlecht. Das sind doch Roboter.
Korrosionsschaden. Jetzt eh gleich vorbei. So. Oh, macht der Gewohnheit. Der Gewohnheit. Das ist aber nett. Also wenigstens hat er sich entschuldigt, ne? Also das ist ja... Ja, eben. Er kann da nichts dafür. Er ist einfach Opfer seiner Programmierung. Ja, der Mensch ist der Böse. Der Fehler sitzt immer vor dem Roboter. Weiß das doch. Alle Skalps gehören mir, hat er gerufen. Bei mir hat er gerufen, du kannst immer noch weglaufen. Was will er mit unseren Skalps, ey? Der normale Ding übernehme ich, der stirbt jetzt gleich. Zack. Ich hab ihn nochmal angefaced, dann gab's nochmal HP für alle. Da oben ist eine dicke Kiste. Wie kommen wir hier hoch? Oh, hier ist Nomadenfolterer. Die dicken Kisten sieht er da gerade immer sofort. Oh. Spinnensinn. Also Ninja-Sinn, weißt du? Das geht ja ab hier schon wieder. Ich bin oben an der dicken Kiste. Boah. Ey, von denen bleibt nicht viel übrig, wenn meine Shotgun die trifft. Hier sind Klassenmods drin. 4 Stück. Für? Alle. Umsonst. Klassenmods für alle. Woo! Für alle außer für mich. Aber der für den Ganserker ist cool. Du bist ja auch keine richtige Klasse. Was willst du? Ich nehme deine raus und verkauf die. Wie kommt man da jetzt hoch? Hier hin? Nee. Hier, über die Autos. Über die Autos. Die Schrottautos hier vorne, da. Hier, zurück. Du bist zurück. Noch weiter zurück. Ach, hier hin. Ja, hier in unsere Richtung. In unsere. Ja, oder kommst du auch von der Seite auf die Autos. Aber ich bin auch über den Schrotthaufen rübergekommen. So, und dann? Warte mal. Hier, so. Klassenmod Sirene. Hab ich mal eingesteckt. Ich meine die Klassenmod hier oben links, Marv. Plus 97 auf Schild und plus 17% Ladegeschwindigkeit. Oh, die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich kann die aber nicht anvisieren. Habe ich die jetzt schon eingesammelt? Nee. Ich nehme die Kommando mit. Du kannst dann einfach den Rest nehmen. Warte mal, meine hat... Was hat denn meine Klassenmod? 82 Gesundheit. Naja, das Schild ist da schon besser. Das Kommando soll ich auch mitnehmen. Warum habe ich eigentlich so viele Pistolen dabei? Ich weiß nicht. Ninja. Looter. Könnte Grund sein, ne? Nur so als Idee. So, hier haben wir doch einen Roboter. Ich versuch's einfach nochmal, es hier einzusetzen. Achtung, Leute. Ja, super. Wieder mal. Oh, der hat Reparaturdrohnen mal wieder. Oh, was geht denn mit denen? Korrosionsschaden, Roboter. Friss dies. Die Korrosion. Du meinst Säure. Die machen doch Korrosion schon. Heißt das Korrosion? Ich schau nochmal. Korrosion nicht Ost? Out of Body Experience. Hat mir kein Vergnügen bereitet, dich zu töten. Was ist das Scheiße? Genau, jetzt werden wir in Sanctuary den da direkt an den Radio anschließen. Was ist denn mit diesem blöden Flieger hier? Also müssen wir jetzt nach Sanctuary, aber dafür können wir diesen Porter benutzen, wenn er noch da ist. Ist dieser Teleporter noch da, mit dem wir das letzte Mal hier abgehauen sind? Der müsste doch hier um die Ecke sein. Ja, da hinten eventuell. Nicht, dass dann da wieder so ein riesen Bossfight startet, ey. Kann man das Auto rein, was hier steht? Würde ich nicht drauf wetten. Oh, ja. Ja, die kommen jetzt hier alle gerade. Ich glaube, sollen wir zu dem Porter laufen? Ja, lauf. Einfach durchrennen. Laufen! Wie? Lauf einfach! Denk nicht nach. Du musst ganz kurz noch auf Toilette, Leute. Mal nur schon mal. Hier, hab ich gehört. Ja, ich auch. Hört sich aber nicht an, als wäre es in die Toilette gegangen. Ey, wir haben so ein ganz kleines Problem hier. Die Tür ist da zu. Ist das Tor zu? Das Tor ist zu. Nein. Geht auch rechts lang. Gehen wir außen rum. Die Dicken kommen außen rum? Was? Die Dicken kommen außen rum? Was? Was?
Oh, das sind hier ist ja Jump and Run im Speed, ey. Ah. Speed and Run. Ich werde hier voll beschossen, ich bin gestorben. In der Luft haben die mich getroffen. Ach nein. Warte, warte, ich mach neue Stärke. Das ist kein Problem hier. Jawohl. Weiter geht's. Wir warten auf dich. Die Reise beginnt, Kreis. Mach dich bereit für Reis. Oh. Gab's kurz einen Krampf auf dem Bild, aber dann war alles wieder in Ordnung. Das ist natürlich jetzt ganz gut.